Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wo wir jetzt wieder sympathischen Besuch bekommen, leider. Von diesen untoten Zombie-Schwestern. Glücklicherweise hat das Töten dieser Tante, die uns vorher getötet hat, das Leben wiederhergestellt, sodass wir immerhin einen vollen Lebensbalken haben. Und jetzt geht's weiter. Ich glaube, da kommt schon wieder eine Rutschpartie. Ne. Eine Kiste gibt's hier. Ich wusste, dass du da reinspringst. Da springt BD1 da rein. Was auch sonst. Einen neuen Lichtschalter haben wir bekommen. Okay, da geht's irgendwie rechts und dann nach oben. Ja, wir müssen jetzt... Eigentlich müssen wir zu den Ruinen. Wir waren ja fast schon da, dann wurden wir nach unten getreten und seitdem sind wir hier die ganze Zeit unterwegs. Wir haben inzwischen schon die Hälfte von ganz Datomir entdeckt. Und machen uns jetzt weiter auf den Weg. So, hier hat es ein Echo. Die Schwestern nannten ihre Anführerin Mutter. Ihre Magie war stark. Das ist Spitzenklasse. Und jetzt müssen wir irgendwie nach oben. Wie auch immer wir hier nach oben kommen. Okay, aber ich kann das nicht. Ah, hier geht's hoch. Okay, also. So. Ja. Wegschubsen und die Zeit verlangsamen und dann hochklettern. Und wir haben hier schon wieder Besuch. So klingt das zumindest. Ach du Heilige. Das Ding sieht nach Ärger aus. Nach gewaltig viel Ärger. Kämpf mit mir, du Feigling. Seht mal dort. Lasst nicht zu, dass er euch ausweicht. Wir müssen ihn aufhalten. Jetzt. Brüder, bringt das zu Ende. Er ist verwundet. Du hast keine wahre Stärke. Nein. Kann ich nicht. Ich hab ihn getroffen. Ah, toll. Puh, aber der ist tot. Und spätestens jetzt wäre ein Speicherpunkt echt toll, weil der nächste Kampf würde sonst wieder unseren Tod bedeuten. Feuerflechte. Die Feuerflechte wächst natürlich im trockenen Klima von Datomir. Ihre rote Farbe ist durch die Aufnahme von Schwefeln und anderen Staubpartikeln in der Luft bedingt. Die auf Datomir wachsende Abart. Nicht Abart, wie die Automarke, sondern Abart, ist derart robust, dass es nahezu unmöglich ist, sie auszureißen. Okay. Noch mehr Gegner. Schon wieder so Zombie-Schwestern. Alter, wie viele denn noch? Oh fuck. Das ist nicht gut. Nein! Als ob
Och Mann. Es hat mich die letzte wieder getötet. Und jetzt müssen wir den ganzen Spaß nochmal machen. Weil da zwischendrin kein Save Point ist. Das heißt, wir fangen wieder an, wo wir in der letzten Folge waren. Hier vorne. Wir müssen jetzt den kompletten Spaß nochmal machen. Das ist echt blöd. Warum hat es hier keinen Save Point dazwischen? Das ist echt nervig. Alter, und dass der im Tod dann nochmal so komplett eskaliert, ist auch echt nervig. Warum? Das ist doch mal richtig nervig. Ja, kommt doch. Die dummen Schwestern. Zombie-Viecher. Ja, komm. Komm her. Will ich jetzt hierher locken. Ja, nicht die da oben. Ich will doch nicht die da oben fokussen. Das ist ja kompletter Quatsch. Das war wieder der erste Teil. Jetzt kommt hier drüben wieder der Teil, wo 4 oder 5 von der Decke runterkommen. Und das zweite Viech auch noch kommt. Das war schon wieder so blöd von mir, da nicht zu blocken. So, die können sich jetzt erstmal begnügen miteinander. Dann spare ich mir vielleicht die Schwestern und muss nur das Riesenviech bekämpfen. Oder ich spare mir das Riesenviech und habe nur noch so untote Zombie-Schwestern zu bekämpfen. Bin ich jetzt einfach mal so und save mir ein bisschen Leben. Ich könnte einen Stim gebrauchen. Okay, wir haben immerhin das eine Leben, das wir noch haben, fast voll. Aber halt kein Stim mehr. Jetzt haben wir hier drüben wieder die zwei netten Kolleginnen. Hier haben wir die Folge angefangen. Alter. Warum Kerl manchmal auch nicht die Macht benutzt, obwohl ich LB-Tipp zum Verlangsamen. Schon komisch. Und dass man hier keinen Heilungskreis hat, ist echt ein bisschen kacke. Sollte natürlich auch RB drücken zum Verlangsamen und nicht LB, so wie ich das vorher probiert habe. Dann ist klar, dass ich auf die Schnauze krieg. Dann will diese riesen Fledermaus, Vogel, was auch immer das ist. Dieser Kampf gehört mir. Du kannst gegen uns nicht bestehen. Brüder, ein Eindringling. Ich verstehe. Und? Erst jetzt die Bogenschützen loswerden. Er ist schwer verwundet.
Ende naht. Verhindert, dass er sich bewegt. Wir können gewinnen, Brüder. Deine Niederlage ist sicher. Ich bin fast tot. Er flieht! Wo bleibt dein Können? Er konnte uns und da bin nicht ich tot. Mann, echt. Die Passage ist schon wieder nervig. So gut das Spiel ist, hat es manchmal echt Passagen, wo so viele Gegner sind, wo man sich echt zwischendrin mal so einen Speicherkreis wünscht, dass man nicht diese ganze Passage hier immer und immer wieder machen muss und ich muss mich halt einfach echt konzentrieren. Das kommt halt dazu, das ist der zweite Faktor. Es liegt ja nicht nur im Spiel, es liegt ja auch an mir. Ich muss mich einfach konzentrieren. Erste. Ich sehe gar nichts. Die Kamera ist nicht verdreht. Wow. Gute Leistung. So, jetzt gehe ich aber wieder hier rum. Trigger die Viecher hier. Dann mache ich einen Abgang. Und lass die wieder kämpfen. Okay, die kommen hierher. Da hinten lasse ich wieder kämpfen. Und damit haben wir das diesmal wesentlich besser hinbekommen. Blutbäuchling. Sehr gut. Könnt ihr gerne lesen, wenn ihr wollt. Diesmal hat das auf jeden Fall jetzt schon mal viel besser geklappt. Damit haben wir viel mehr Leben als Grundlage für die weitere Passage. Und ich hoffe einfach, dass ich mich jetzt genug konzentrieren kann. Das hier vernünftig zu Ende zu kriegen. So. Das hat schon mal gut funktioniert. Jetzt wieder hier rüber. Wieder hier runter. Dann hier wieder kurz hochklettern. Einmal so, einmal so. Ups. Einmal so, einmal so. Kerl. So, so. So. Geht doch. Wieder der Fledermausvogel, der riesige. Dann muss ich die Typen hier weghauen. Wenn ich das geschafft habe, dann wieder rüberlaufen zu den Zombie-Schwestern. Du wirst untergehen.
Brüder! Hierher! Hallo. Ja, danke, Kerl. Wir werden dich zur Strecke bringen. Es ist nichts. Geht in den Nahkampf. Bereit zum Sterben, Jedi? Das hat auch wesentlich besser funktioniert als beim letzten Versuch. Und jetzt haben wir hier unten noch. Die sympathischen Zombie-Schwestern. Alter, finde ich. Und auch das hat richtig gut funktioniert. Jetzt müssen wir uns hier mal umschauen, wo es hier jetzt weitergeht. Ich hoffe, jetzt ist erstmal genug mit Gegnern, aber ich befürchte, das war es noch nicht mit Gegnern. Hier hinten ist erstmal gar nichts. Okay, hier ist eine Abkürzung. Da drüben ist ein Machtkreis, theoretisch. Aber hier rechts geht es jetzt weiter. Wir haben noch ein Stim und halbes Leben. Da wagen wir uns jetzt mal weiter vor. Ich hoffe trotzdem, dass bald ein Speicherkreis kommt. Hier erwartet dich nur der Tod. Na, das ist ja schon wieder sehr einladend und sympathisch, was ich da höre. Hier ist der Speicherkreis, der sehnlichst erwartete. Und damit können wir uns ausruhen, unsere zwei Fähigkeitenpunkte ausgeben. Und endlich haben wir diese lästige Passage los, an der wir jetzt fast die komplette Folge lang saßen. Ich mache jetzt mal das hier. Ah, da brauche ich den. Okay, dann mache ich erst den Sprunghieb. Kerl kann nach einem Überkopfhieb einen weiteren mächtigen Angriff ausführen. Das ist schon ziemlich cool. Und dann können wir als nächstes nämlich das Doppelkling-Lichtschwert um uns rumwirbeln lassen. Als nächsten Skill. Jetzt machen wir aber erstmal hier weiter. Hier haben wir einen Save Point. Am Anfang dieser Passage. Und das hier sieht gar nicht gut aus. Es ist zwar das, wo wir hinwollen, aber so eine große offene Fläche. Da kann ja nur eins passieren. Und zwar irgendein Arenenkampf. Gleich los. Oh, verdammt. Warum zur Hölle muss ich denn jetzt gegen dieses... gegen dieses Riesenviech kämpfen? Hey, ich mein's doch nicht so. Hey, chill mal.
mein's war echt. Gorgara, chill mal. Dein friedliche kleine Existenz. Ist jetzt keine ganz gute Lage in die. Zweifle, befürchte, es bleibt nicht so. Lol. Was geht bei dem Viech ab? Ich sehe halt gar nicht, wo Kerl ist. Weil der immer zu weit vorne am. Am Bildschirmrand klebt. Aua. Richtig Schaden. Erste Drittel noch an Leben. Und es war so klar, dass wir auf die Gorgara treffen, als wir erfahren haben, dass es hier in diesem Gebiet ein mächtiges Viech namens Gorgara gibt. Oh fuck. BD, stimm zu mir! Da war mir nur nicht klar, was das für ein Viech ist. Und da haben wir es eigentlich gut gemacht und dann ein bisschen verkackt im letzten Drittel. Wir können es ja nochmal probieren. Irgend das sympathische Viech da. So überkrass drauf. Das hatte der doch vorher gar nicht, dieses Behavior. Und warum müssen wir überhaupt gegen so ein überdimensionierte Fledermaus kämpfen? Teil. Hier oben. Okay, das war eine echte Stimmverschwendung gerade. Thank you.
das war einfach nicht gut. Nicht gut gemacht von mir. Und ein weiterer Versuch. Der letzte Stim war halt, den habe ich viel zu früh genommen. War richtig verschwendet. Nicht schwer. Schwer ist das letzte Drittel. Und da muss ich besser drüber springen. Teil. BD, stimm zu mir. Alter. Das Viech bewegt sich halt auch so mega schnell. Gar nichts mehr gerade. Hilfe, BD! Alter, ich bin noch gesprungen. Ich glaube, ich springe immer zu früh. War es immer noch nicht, verdammt. Das ist nicht gut. Kaum noch Leben. Haut das Viech ab, oder? Es haut ab, oder? Ich muss nicht mehr dagegen kämpfen. Es haut ab. Ist wohl weg. Oh mein Gott. Damit haben wir auch das erledigt. Das kommt aber vermutlich leider nochmal wieder. Aber wir haben den Kampf zumindest geschafft. Haben wir die Kletterausrüstung von dem, oder? Ja. Kletterklauen. Kletter schneller und auf neuen Wandoberflächen. Alles klar. Damit kommen wir jetzt hier wohl hoch. Oh, cool.
Ja, damit kann man ja jetzt ja super cool klettern. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt hier rüber. Und dann da hoch. Da geht's echt weit hoch. Und auch ein bisschen über Kopf klettern hier. So schräg nach hinten. Boah, ich hoffe, hier kommen jetzt erstmal irgendwo wieder ein Speicherkreis. Bei dem Kampf gegen das Viech will ich nicht nochmal machen. Jetzt, wo ich den geschafft habe. Ich habe mich auch am Anfang ein bisschen blöd angestellt. Und dann beim letzten Versuch hat es ganz gut funktioniert. Alter, geht's hier weit durch. Wo gehen wir denn hin eigentlich? Wir wollen auf jeden Fall wieder zurück zu den Ruinen. Da hat dann die Schwester der Nacht vermutlich noch ein paar Probleme mit uns. Schätze ich mal stark. Hier hat es ein Echo. Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Okay. Die haben also auch Initiationsriten hier gemacht. In dem Bau von diesem Viech. Und da hat es mal wieder einen Speicherring. Das ist auch sehr gut. Und sehr wichtig nach einem Bossfight, dass man da speichern kann. Wir ruhen uns aus. Und dann würde ich sagen, weitermachen tun wir. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, Leute.